Da schüttelt Theresa May den Kopf. Das war, liebe Zuschauer, noch mal ein Ausschnitt aus der Debatte vom Nachmittag aus dem Parlament in London. Graham Lucas, der britische Kollege, hat sich das hier auch mit Kopfschütteln angeschaut. Herr Lucas, ist es jetzt eigentlich noch ein Ausdruck der politischen Reife britischer Kultur oder ist das jetzt schon politischer Kindergarten, was da passiert? Man befindet sich in einer Sackgasse und man findet den Weg raus nicht. Es ist so einfach. Man hat im Grunde genommen seit 2,5 Jahren diskutiert über verschiedene Formen von Brexit. Frau May hat, das muss man ihr lassen, versucht, den Kompromiss zu finden, hat auf die Wirtschaft gehört und so weiter und hat fast, könnte man sagen, so einen Mittelweg versucht. Und dieser Mittelweg wird jetzt von einem erheblichen Teil ihrer Fraktion abgelehnt und auch natürlich von der Opposition. Mit der Argumentation, also zumindest in ihrer Partei, dass es nicht weit genug geht. Sie wollen den harten, sogenannten Clean Brexit, die saubere Trennung von der EU. Und die anderen sind gegen sie in der Opposition, einfach weil sie befürchten, egal welche Art von Brexit man macht, Großbritannien wird leiden. Jetzt heißt es hier in einer Agenturmeldung, die gerade frisch reinkommt, 158 konservative Abgeordnete hätten öffentlich erklärt, an der Seite von Theresa May stehen zu wollen. Das ist mehr als die Hälfte der 315, die die Fraktion hat. Das heißt, mit anderen Worten, deutet sich da an, dass sich May heute Abend da durchsetzen wird? Also man muss zunächst überlegen, ob sie tatsächlich so stimmen, wie sie sagen, öffentlich. Das ist nicht unbedingt gesagt. Aber es ist schon tendenziell ein Plus für Frau May. Es sieht so aus, als ob eine Mehrheit in der Fraktion sagt, nein, wir wollen nicht die Hardliner in Number 10 Downing Street hieven. Dann würden wir auf jeden Fall den sehr harten Brexit bekommen. Das heißt, es sieht so aus, als ob Sie Frau May bestätigen könnten heute Abend. Mit Vorbehalt sagen wir das natürlich. Und das würde ja bedeuten, Frau May würde überleben und wäre dann nicht mehr herauszufordern in den nächsten 12 Monaten. Sie wäre also zunächst sicher. Jedenfalls nicht so. Nicht so. Mhm. Aber die Gefahr droht, wenn zum Beispiel die Labour-Partei in der Lage ist, ein Misstrauensvotum einzubringen und zu gewinnen gegen sie in den nächsten Tagen oder Anfang Januar. Das versuchen sie im Moment. Sie versuchen, die Stimmen zusammenzubekommen. Und dann würde man unter Umständen eine Unterhauswahl bekommen. Und was würde das bedeuten? Also zunächst einmal, kriegt man die überhaupt hin bis Ende März? Man würde es hinbekommen, aber das Ergebnis ist natürlich, alles bleibt liegen, bis das dann halt gelöst ist, bis es ein Ergebnis gibt. Das heißt, je mehr ich diese Sache verfolge in den letzten Tagen, kommt es mir so vor, als ob das Datum für das Ausscheiden Großbritanniens kaum noch zu halten ist. Also mit jedem Tag, der jetzt verloren geht durch diese Auseinandersetzung, macht es unwahrscheinlicher, dass wir in einer Situation sind, ein Abkommen hinzukriegen bis Ende März. Ja, aber was heißt, das Datum ist nicht mehr zu halten? Der Termin steht fest. Ja. Soll jetzt irgendjemand sagen, halt, Moment, liebe Briten, ihr kriegt noch 2 Jahre Zeit? Wer soll das sein? Die EU wird das nicht machen, oder? Gerade ein Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof, wo sie gesagt haben, Großbritannien könnte Artikel 50 zurückziehen. Ich halte das nicht für sehr wahrscheinlich, aber denkbar ist, dass sehr bald die May oder ein Nachfolger sagt, können wir es nicht um ein paar Monate verschieben. Aber ob das geschieht, ist eine völlig andere Frage. Und ob sich die EU darauf einlassen würde, auf so ein halbes Jahr beispielsweise. Wir haben ja gerade die beiden gesehen, Corbyn und Theresa May. Also da gehen die Emotionen ja hoch her. Vielleicht ist auch einiges Show dabei, das kann ich nicht beurteilen. Herr Lucas, wie sieht es mit der britischen Bevölkerung aus? Ich meine, das Ganze zieht sich über 2 Jahre jetzt hin. Es wird ständig und dramatisch darüber diskutiert. Wie ist die Atmosphäre in England? Können die Leute das Thema überhaupt noch hören? Eigentlich nicht mehr. Man hört immer wieder, also bloß nicht. Also das reicht mir jetzt. Also ich kann es nicht mehr hören. Das soll endlich gemacht werden oder auch nicht. Und man merkt auch, dass eine gewisse Stimmung hochkommt für ein zweites Referendum. Aber die Meinungsumfragen zeigen, wenn man ein zweites Mal abstimmt über den Brexit,
mit der Option Verbleib, ist der Vorsprung nach wie vor oder wäre der Hochsprung hauchdünn. Also und das Land wäre weiterhin gespalten? Sehr wahrscheinlich. Also es ist nicht, was, wenn wir noch mal abstimmen lassen würden, heute zumindest aus heutiger Sicht, dass 65% sagen würden, das müssen wir jetzt rückgängig machen. Im Gegenteil, wir liegen eher bei den Zahlen bei vielleicht 52, 51 für den Verbleib. Und das ist innerhalb des Fehlerquotients. Zum Schluss würde ich gerne noch wissen, Herr Lukas, Sie leben ja in Deutschland größtenteils. Haben Sie das Gefühl, dass wir Deutsche, auch die Politik, aber auch die Gesellschaft, dass wir uns überhaupt genug mit diesem Brexit auseinandersetzen? Haben wir überhaupt eine Ahnung, was auch wirtschaftlich dann im Fall des harten Brexits auf Deutschland zukommt? Also ich vermute weniger. Natürlich gibt es sehr viele Fachleute, die sich Sorgen machen. Aber in der allgemeinen Bevölkerung habe ich nicht den Eindruck, dass die Menschen sich sehr damit beschäftigen. Man hört dann meistens seine Bemerkungen wie, ach, die spinnen die Engländer oder sowas. Aber ich verstehe das gewissermaßen, weil dieses Thema so wahnsinnig komplex ist. Das überfordert die meisten Fachjournalisten. Und jeden Tag erfahren wir etwas, was wir vorher nicht wussten, über die Komplexität des Themas. Insofern habe ich vollstes Verständnis, wenn die Menschen in Deutschland sagen, das verstehe ich schlicht nicht. Es ist ein kompliziertes Thema, das uns auch weiter beschäftigen wird. Graeme Lucas war das. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren.